Das Dorf, die Kirche, die treue Gemeinde und der anerkannte Hirte. Das moderne Priesterleben sieht oft anders aus. Die Stadt, mehrere Gemeinden für einen, mit vielen Leuten, die aber nur selten wirklich dabei sind. Trotzdem stehen hohe Erwartungen im Raum. Inspirierende Predigten, heiteres Gemeindeleben und individueller Service in der Seelsorge. Eine große Befragung der katholischen deutschen Priester zeigte, sie gehen mit der aktuellen Lage sehr unterschiedlich um. Und am Ende kommt es bei ihnen vor allem auf zwei Gefühle an. Erstens, ob man etwas zu bewegen glaubt oder nicht. Und zweitens, wie geborgen man sich fühlt. Durch Glücksmomente im Gebet, Gemeinschaft im Kloster oder Wertschätzung in der Gemeindearbeit und durch echte Freundschaften. Dann noch das Zölibat. Sich mit Ehelosigkeit und ohne Sex wohlfühlen, das kriegen viele hin und führen auch eher ein zufriedenes Leben im Dienste der Kirche. Diesen persönlichen Frieden mit dem Zölibat geschlossen zu haben, das sagen zwei von drei Priestern. Jeder vierte würde den Weg ins Priesteramt aber nicht wieder einschlagen wollen. Ewig Single und dann noch gefühlt ein Einzelkämpfer, das kann das Leben schwer machen.